פרשת בראשית, פרק ג', נח דזונדה דס אדם, ארסטמן, אדם ונד חווה, איב ונד אדם, ביידה הבן פון דה פרבוטנס באום גגסן, ודן זה הבן תצו גקומן דזי נקט זינט, זה הבן סיך פשטקט, עם גן עדן, עם עדן גרד. ויקרא השם אלוקים אל האדם, קום את השם, ונפרקת אייקה, בו ביסטו. ווסטי השם בו איזה אדם, אבל וולטם איתם אנשפרך. זקת אדם, אנטוורטט. את קולך שמעתי בגן, ישב את דיין דשתימי, זקת רצום גוט, ישב את דיין דשתימי גיירת, ולסבר אונגנים ומיש וליש בינקת, ולשב במיש פשטקת. ובנס פשטקת, תרז ניסט פורגוט. steht hier eine besondere Sache. Wenn der Mensch nackt ist, darf er nicht den Namen von Hashem oder Bracha sagen. Jemand ist zu Hause nackt, trinkt er mit Wasser. Mit Kippa, Shakol Nia Bivro. Er darf nicht eine Bracha sprechen. Wenn der Mensch nicht angezogen, dann kann er nicht Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech HaOlam, Bore Pri HaEtz sagen. Das ist ערוות דבר, das ist nicht sitzen in solchen Zustand Bracha zusammen. Wenn er geht mit einer kurzen Hose, schon. Aber nackt nicht. Wenn Hashem kommt, so wie בית הכנסת, kommt Hashem, die Schchina von Gott kommt, so wie Synagoge, er kann nicht nackt bleiben. Deswegen hat er sich versteckt unter einem Baum, weil er konnte nicht so stehen vor Hashem. Wir sehen von hier, sagt der Halacha, darf der Mensch nicht nackt gehen. Badzimmer schon, aber zu Hause nicht. Erstens, gib mir Susan. Wie kannst du vor mir Susan nackt sein? Willst du zum Badzimmer gehen? Geh mit Pyjama zum Badzimmer, dort ausziehen, baden und dann wieder anziehen. Aber zu gehen nackt auf der Straße, niemand ist auf der Straße, zu Hause. Niemand. Der Mensch geht nackt, kein Männer und kein Frauen, allein. Oder er wohnt allein, oder niemand ist zu Hause. Aber Gott ist da. Adam hat gespürt, wenn Gott ist da, kann ich nicht nackt bleiben. Gott hat ihm Kleider gegeben, da steht nachher. Und deswegen hat sich versteckt, weil ich kann nicht vor Hashem so stehen. Und wir stehen vor Hashem den ganzen Tag. Badzimmer ist Badzimmer. Witze ist Witze. Aber sonst immer anzunehmen. Darf man nicht zu Hause nackt gehen. weil מלוא כל הארץ כבודו, השם is liberal, und kannst du nicht nackt stehen. Punkt 2. Auch mit Unterhosen nicht zu Hause gehen. Unterhosen und deine Hosen. Eine Frau immer mit einem Hemd. Nicht nur mit Unterhemd, sondern immer mit einem Hemd zu gehen. Sittsam. Wenn sie alleine ist, und so, besonders wenn die Kinder zu Hause oder der Familie, Die Kinder dürfen die Älteren nie nackt sehen. So wachsen auf mit Heiligkeit, mit Ktusha, mit Sittsamkeit. Zniut, sagt man auf Hebräisch. Ein Sohn oder eine Tochter dürfen Vater oder Mutter nie nackt sein. Bruder darf seine Schwester oder Schwester der Bruder dürfen nie nackt sehen. Bruder und Schwester, kein Problem. Darf man nicht, Leute. Man geht immer zu Hause angezogen. Kurze Hosen, lange Hosen, aber immer mit. Nicht mit einer Unterhemd und Unterhose. Das ist keine Kedusha zu Hause. Ähnlich zum Tiergarten. Die Tiere gehen auch nackt. Man muss Sittsamkeit zu Hause haben. In traditionelle religiöse Familie der Sohn nie seinen Vater kennt. Wenn ein Vater geht zur Mikwe, darf der Sohn nicht mitgehen, muss draußen bleiben. Der Vater geht zur Mikwe, zieht sich an und dann kommt der Sohn runter. Ein Vater und ein Sohn dürfen nie zusammen in Mikwe sein. Sittsamkeit. Und besonders zu Hause. Und die erste Sache, das steht in der Tora, ist diese Sittsamkeit, diese Heiligkeit.
dass Adam hat gespürt, dass er ist nackt, sofort er mit seiner Frau, aber sich versteckt unter einem Baum. Warum? Ich kann nicht so vor Gott sein. Und so wie Adam und Chava machen, machen wir bis heute. Man geht nackt, in der Dusche, in der Wasser drinnen. Man geht draußen, sich baden, sich trocken lassen, zieht sich an, Pyjama, und dann geht man draußen. Von Schlafzimmer bis Badzimmer nackt, so wie Tier, so wie ein Hund oder eine Katze, Lodercha, streng verboten. Noch dazu eine Mezuzah oder zu Hause im Zimmer Tfilin, Sidur, Chumash, und du bist nackt vor Sidur, wo steht, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, und du bist nackt. Das kann man sowas nicht machen. Fängt an der Torah mit einer jüdischen, der Atmosphäre in einer jüdischen Familie, Sittsamkeit und Heiligkeit. So fangen wir an. Dann weiß man zu aufzupassen, auf die Augen soll man nicht etwas nicht richtig sehen. So denken wir weiter. Aufpassen über was man sagt, was man hört, was man sieht, und so wachsen wir auf